Hallo, ihr sozialen Gamer da draußen und herzlich willkommen auf meinem Channel Into the North. Und es ist mal wieder soweit für eine weitere Runde Battlefield 4, dem Multiplayer. Wir zocken wieder natürlich Team Deathmatch, die zweite Runde auf der Map Goldmund Bahn, eine Map aus dem Hauptspiel. Ich zocke wieder als Pionier mit der guten alten G36 im deutschen Sturmgewehr. Und wir zocken immer noch auf dem gleichen Server, es ist die gleiche Session. Ein deutscher Server ist das hier, deswegen passt das auch mit der G36. Und ja, die Regeln habe ich ja schon mal erklärt. Wir müssen wieder die, welches Team als erstes 100 Kills erreicht hat, gewonnen. Es ist immer noch ein sehr familiärer Server, muss man dazu sagen. Wow, was passiert gerade? Ah, den haben wir auch. Und irgendeiner war noch mal hinter mir her, oder? Ja, ich bin gerade ein bisschen paranoid, gebe ich ja zu. Okay, den hat er gekillt. Auf jeden Fall, wir führen, das ist schon mal ganz gut, das haben wir ja gerade gehört. Und hier gibt es leider auch oft Sniper. Aua. Verdammt, ich dachte, ich überlebe es vielleicht noch. Ja, ich freue mich natürlich wieder, dass ihr dabei seid. Und dann würde ich mal sagen, starten wir jetzt richtig durch. Ja, ich zocke auf jeden Fall alle 5 Runden als, also Team Deathmatch als Pionier. Das liegt einfach daran, dass Pionier für mich einfach die Klasse ist, die ich schon seit Jahren immer spiele in Battlefield. Und das ist für mich die beste Angriffsklasse für reines Metzeln. Und deswegen, mit den Waffen des Pioniers bin ich auch am meisten vertraut und deswegen zocke ich jetzt hauptsächlich als Pionier. Und bei Night Operations, ja, werde ich dann, glaube ich, auch als Pionier zocken. Trägerangriff weiß ich noch nicht, das muss ich nachsehen. Und Luftüberlegenheit, wie gesagt, da geht es einfach nur ums Fliegen, aber ich glaube, das wird eine... Ich will euch halt den Modus einfach nur mal zeigen, Luftüberlegenheit, aber erwartet nichts Gutes. Denn ich muss dazu sagen, dass ich so lange nicht mehr geflogen bin. Und so unglaublich schlecht geworden bin, glaube ich, weil ich habe echt, bin lange nicht mehr geflogen, dass das auf jeden Fall keine gute Leistung von mir sein wird. Oh, der ist schon tot. Ich sollte mich vielleicht nicht zu präsent hier hinlegen. Jawohl, den haben wir auch erwischt. Oh, die haben 15 Kills, die haben ein paar mehr. Das ist nicht so toll, aber wir hauen auf jeden Fall ganz gut rein. Verdammt, den haben wir auch noch. Oh, es läuft auf jeden Fall. Sehr gut. Na, hallo? Ich höre doch die ganze Zeit was. Okay, das ist einer von unseren. Ja, Goldene Bahn kennt ja schon, haben wir in Eroberung auch gezockt. Ausgiebig. Verdammt, fast. Oh, den hätten wir jetzt fast gehabt. Verdammt. So, wir laden mal besser alles nach. Oh, shit. Den habe ich gar nicht gesehen. Verdammt. Riva-Jumper, der hat uns schon in der letzten Folge relativ oft getötet. Da waren wir auf Perilous Storm. Also wer nochmal genaueres über den Modus Team Deathmatch erfahren will, wie das jetzt alles genau funktioniert. Ich erkläre das jetzt halt nicht mal in jede Folge. Deswegen, der sollte sich ja einfach nochmal den Anfang vielleicht der ersten Folge reinziehen. Da erkläre ich das auf jeden Fall nochmal alles genauer. Hier liegt überall Blut. Die Musik hier. War das ein Feind? Ja, das war ein Feind. Hilfe. Riva-Jumper, da haben wir unseren Rache-Kill. Schön. Oh, da sind ganz schön viele Feinde, glaube ich. Zumindest wird es angezeigt. Okay. Wow. Jawohl, den haben wir noch erwischt. Der ist down. Wow. Den haben wir auch. Ah, Mist. Aber wir sind auf jeden Fall ganz gut dabei. Das Phantom-LP. Oh, noch ein Let's Player. Hey. Das ist doch super. Ich find's gut. Ist immer schön, einen weiteren Let's Player zu finden. Ich meine, gut, ich gebe zu, es ist jetzt nicht die seltenste Branche. Naja. Aber ich konzentriere mich jetzt auch nicht nur auf Let's Plays. Mein Hauptaugenmerk liegt eigentlich sogar mittlerweile, also das müsst ihr, da müsst ihr euch auf jeden Fall noch dran gewöhnen. Ich werde natürlich immer noch weiterhin viele Let's Plays machen, wollte mich aber doch, ich habe ja diese 4 Genres, auf die ich mich spezialisiere, allerdings wollte ich mich doch mein Hauptaugenmerk dann ziemlich auf den Multiplayer legen, weil das macht einfach Bock. Und vor allem, was ich noch sagen wollte, um einen Moment. Okay, wird nichts mehr. Jetzt habe ich leider vergessen, was ich sagen wollte. Genau, da wo ich gerade den Namen sehe, fällt mir das gerade wieder ein.
Ja, deswegen mein Hauptaugenmerk liegt vor allem auf eine Reihe, die ich unbedingt ja machen wollte. Und das sind die Spieletipps für Spieleanfänger. Und da habe ich ziemlich Bock drauf. Die Best-ofs, die Reviews, die Top-Listen. Das sind so die Sachen, die ich machen werde, wo ich ziemlich Bock drauf habe. Aber Let's Plays werden natürlich auch immer wieder am Start sein. So, die Frage ist jetzt gerade nur... jetzt momentan geht es ein bisschen schleichend voran. Wir sind aber eigentlich immer noch genauso viele wie in der letzten Runde auch. Ah, oben im Fenster war noch einer. Oh, der hat uns schon oft gekillt. Wir zum Glück auch zweimal, sonst wäre es eine extreme Schmach gewesen. Ah, ich habe jetzt letztens geguckt, die letzte Folge... Gut, sie war viel kürzer als die normalen. Aber für ein Deathmatch ging es sogar. Ich habe eigentlich eher damit gerechnet, dass die meisten Folgen nur so 7 Minuten dauern. Aber, naja. Gut, der Vorteil bei einer kurzen Folge ist immer... natürlich, dass das Rendern schön schnell geht. Mein Problem ist aber, ich spare auf jeden Fall noch zusammen für einen besseren PC. Momentan habe ich noch so einen Laptop, der, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, fürs Let's Playen eigentlich überhaupt nicht gemacht ist. Also wirklich überhaupt nicht. Denn ich meine, bis jetzt funktioniert ja alles gut, nur beim Rendern, der braucht eine Zeit, bis er es gerendert hat. Einfach weil, ja, das ist halt so ein PC, den ich mir, so ein Laptop, den ich mir irgendwann mal geholt habe. Ich denke, jeder kennt das. Man braucht, der alte PC ist kaputt, man braucht halt einen neuen Laptop, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht mit Let's Plays angefangen und hatte das auch noch nicht vor und dann, ja, Entschuldigung, ich habe gerade was gehört und wusste nicht, woher das kam. Ach, das kommt hier aus der Map. Ich dachte gerade, das wäre mein Handy, das gerade irgendwie am Tisch vibriert oder so. Okay, verdammt, wir kriegen es jetzt gerade irgendwie nicht mehr hin. Was wollte ich denn jetzt sagen? Verdammt nochmal, ich muss echt aufhören, ständig abzuschweifen. Genau, und dann habe ich mir halt gesagt, ja, ich hole einfach einen Laptop, der soll jetzt nicht krass sein, einfach nur, dass ich halt Internet benutzen kann, für die Schule quasi, ne, für die Schule, für die Arbeit, einen ganz normalen Laptop, mehr brauche ich nicht. Ich habe ja zum Zocken meine Konsole, das war halt so die Devise, die ich angestrebt hatte. Ach, verdammt nochmal. Jetzt sind wir nur am Sterben. Aber jetzt mittlerweile muss ich zugeben, ich brauche einen besseren. Der muss nicht viel besser sein, aber ein bisschen mehr RAM vor allem. Wäre nicht schlecht. Aber da ich jetzt erst noch bald eine Reise mache, muss ich das ganze Geld dafür erstmal verwerten. Und wenn ich dann wiederkomme, dann werde ich mir den PC kaufen. Aber auch da muss ich natürlich erst wieder ein bisschen Geld zusammensparen. Naja. Wie das Leben halt so ist, man kann sich nicht alles sofort holen. Man muss halt auch, wenn man etwas Gutes will, auch natürlich ein bisschen Geld latzen. Und das muss man sich natürlich auch verdienen. Denn immer bei den Eltern durchschnurren ist auch keine Option. Das ist auch ein bisschen asozial, wenn man das sein Leben lang macht. Muss man einfach mal sagen. Oh, das war knapp. Oh mein Gott, okay. Da kann ich natürlich nichts machen. Schon wieder das Phantom LP. Oh Gott, das gibt's ja gar nicht. Der hat uns schon 5-mal gekillt. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir ihn auch mal wieder killen. Ah, wir liegen diesmal leider im Rückstand. Ja, wir haben ja die ganzen Rush-Folgen so hart verkackt. Bis auf eine, glaube ich. Oder zwei. So, dass ich dachte, als wir die letzte Team-Deathmatch-Folge gewonnen haben, dass wir vielleicht jetzt doch mal ein bisschen mehr Glück haben. Ich meine, das kann ja noch sein. Oh, nee. Ich hasse Claymore. Oh, wie ich Claymores hasse. Vor allem immer, wenn ich die lege, läuft nie einer rein. Entweder lege ich sie an den falschen Stellen oder ich habe einfach nur Pech. Ich glaube mittlerweile eher Zweiteres. Oh, hallo. Verdammt nochmal. Da zielen habe ich aber nicht mehr so drauf. Oh, der ist schon down. Hier wurde auch einer getötet. Ah, verdammt. Was ist denn heute los? Okay, AOG A3 ist natürlich auch eine verdammt gute Waffe. Die benutze ich ja immer beim Medic. Das habt ihr ja schon öfter mitbekommen. Und auch gesehen. So, aber die G36 ist immer noch, würde ich sagen, so meine Lieblingswaffe. Oder besser gesagt, meine neue Lieblingswaffe, weil in Battlefield 3 wie auch in Battlefield 4 anderthalb Jahre lang, oder fast 2 Jahre lang, war die Lieblingswaffe in diesem Spiel eigentlich eher, und auch in Battlefield 3 damals für mich, die UMP 45. Aber irgendwann hat sich das dann doch gewendet, weil ich doch mal eine Waffe brauchte mit einem Scope, was für kurze, aber auch ein bisschen weitere Distanzen
waren. Und dann habe ich die G36 nochmal ausprobiert, die ich damals schon ganz solide fand, aber mittlerweile ist das, glaube ich, so die Waffe, mit der ich am besten klarkomme. In Battlefield 3 war es auch schon eine sehr gute Waffe auf jeden Fall. Oh, da oben sind ganz schön viele. Vielleicht können wir den messern, das wäre ja richtig cool. Ne, okay, das wird nichts mehr. Oh, shit. Verdammt, ich dachte, ich treffe vielleicht den Kopf oder so. Leider hat das nicht funktioniert. Verdammt. Verdammt, verdammt. Okay, immerhin ist er doch nochmal tot. Wie sieht es denn jetzt mit dem Stand aus? Ich habe gerade gar nicht geguckt. 72 zu 81. Ja, wir können es noch drehen, aber wenn, dann müssen wir jetzt echt reinhauen. Da hinten sehe ich doch schon wieder Feinde markiert. Komm schon. Zeig dich. Okay, der ist eindeutig tot. Oh, oh. Okay, den haben wir. Immerhin wieder ein Kill gut gemacht. Ach du Heiliger. Ah, verdammt nochmal. Das gibt's ja nicht. Zum Glück bin ich heute nicht in so einem krassen Rage-Modus, sondern eher im Chilling-Modus. Es ist nämlich gerade mal 20 vor 8 bei mir. Moment mal, jetzt schon 20 vor 8? Wow. Ich habe um 7 Uhr angefangen. Hä? Wie geht das denn? Naja. Manchmal rast die Zeit. Heute hatte ich sogar tatsächlich frei wegen Rosenmontag. Das ist doch immer chillig. Und, okay. Ja, auf jeden Fall. Nee, hier will ich lang. Da müssen wir mal kurz durchbrechen. Überraschung! So, den hätten wir. Ah, von hinten. Der hat uns zum 6. Mal schon gekillt. Oh Mann, ich hätte gerne noch wenigstens einen Kill gehabt. Wenigstens einen Kill mehr. Ihn einmal mehr getötet. Das wäre es doch gewesen. 99, ich will jetzt nicht der Last Kill sein. Das ist immer richtig deprimierend. In jedem Deathmatch, egal welches Spiel. Kommt schon, Leute, reißt noch so viele mit, wie es geht. Ah. Okay, dann haben wir jetzt einmal verloren. Schade, aber naja, immer eine kurze Runde. Zu 78 Tickets haben wir verkackt. Ein bisschen schlechter als die, als das Team, was letzte Runde verkackt hat. Die haben ein bisschen höher verkackt. Oh, wir kriegen auch bald irgendeine Belohnung noch als Pionier. Das werden wir auf jeden Fall noch mitbekommen. Wie gesagt, nächstes Level glaube ich eher nicht. 13 Kills, 16 Tode. Naja, ist okay. Für ein Deathmatch ist okay. Ah, da. Engineer Service Star 9 kriegen wir dann. Okay. Alles klar, ja dann würde ich mal sagen. Ja, mir hat's gefallen. Ich hoffe, euch auch. Empfehlt mich weiter und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.